Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Und die wollen jetzt alle so raus. Oh, wir haben unser Haus gefunden. Aha, wir haben unser Haus gefunden. Alter, wie geil. Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ah, und da unten ist jetzt aus Versehen mein Bett runtergefallen. Ich hole es mal wieder. So, ich hoffe, es laggt nicht, aber ich glaube, es läuft flüssig. Bienen. Hallo. Ah, das seht ihr. Wo ist der dritte? Hallo. Ah, da bist du. Da bist du. So. Alter. Hier auf die Bienen aufzupassen ist sehr schwer. Weil ich muss auch runtergehen und ich muss auch aufpassen, dass die mir überhaupt mal folgen. Ich muss halt immer Treppen bauen. Die sollen mich auch sehen. So. Auf jeden Fall in letzter Folge. Da machten wir schon mal einen Birkenwald weiter. Und einmal da haben wir erst zwei Bienen verloren und ja, dann zwei neue bekommen. Also ich hatte erst Unglück, also Pech, und dann wieder Glück. Ja. Und ich habe in Shader auch ein bisschen was eingestellt. Also ich benutze so den Silhouette wie Brandshader. Obwohl, ich glaube, ich möchte noch eine Sache niedriger stellen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Ich mach's mal auf Default. Und ja, machen wir auch mal. Obwohl, den habe ich ja sowieso ausgemacht, also ja. Cloud Quality sinkt jetzt dort. So. Und das jetzt Default. Passt. Dann läuft es mal ein bisschen flüssiger. Ich glaube, das wäre schon mal besser. Dass es schön und flüssig gleichzeitig ist. Das ist halt immer meine Lieblingseinstellung. Ja, also es sind jetzt zwar nicht so die höchsten FPS, aber ich glaube, es passt schon. Und im Arbeit und im ja, mein Schnittprogramm, da kann ich ja sowieso so einstellen, dass so 60 FPS sind oder auch gleichzeitig 120. Ja, das kann ich im Schnittprogramm auch einstellen. Ja. Aber machen wir einfach mal weiter. Und passen wir auf, dass wir unsere Bienen nicht verlieren. Boah, ich habe auch vergessen, ein Video über Bienen anzusehen. Also, wofür der Nektar ist. Okay, ich werde jetzt versprechen, nach diesem Video, also nachdem ich das aufnehme, werde ich sofort auf YouTube gehen und etwas darüber nachschauen. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich muss echt was wissen, was ich echt mal wissen, was ich mit den Bienen so machen kann. Weil dann können wir wissen, wofür wir sie überhaupt brauchen können. Aber ja, laufen wir einfach mal zu dem Ende von diesem Birkenwald und finden wir einfach mal unser Zuhause wieder. So. Ich glaube, das mit der Sichtweite passt schon. Also, wie weit wir sehen können. Bienen. Da. Ja, komm hoch. So ist brav. Ich passe aber im Wasser auf, weil so in der letzten Folge da ertrank so eine Biene. Und wir wollen jetzt nicht, dass es wieder passiert. Okay, kommt hoch. Boah, sieht das schön aus. Diese Blume sieht auch schön aus. Ja, komm, ich mache jetzt hier einen Screenshot. So. Alle zwei Bienen da. Und sagt Tschüss.
Oh, ich will doch. Ich will ja so alle zwei haben, ja. Also alle drei, meinte ich. Ja, das war's. Dann sagt Tschüss. Passt. Super. Dann machen wir weiter. Ja, und ich hoffe, wir finden noch zu Hause. Ja, wenn wir nie zu Hause finden, trotz vielen Folgen, dann werde ich ja meine Sachen verlieren und auch die Bienen. Und das wäre nicht so toll. Ich will das wirklich nicht verlieren. Ich glaube, die Sonne geht unter. Das sieht aus wie ein Sonnenuntergang. Boah, das sieht so schön aus im Shader. Also, diesen Shader zu nehmen, ist echt eine gute Entscheidung. So, wir schlafen schon mal, damit uns die Monster nicht stören. So. Okay, ich schlachte jetzt diese Kuh. Ich brauche noch ein bisschen Fleisch. Muss aber aufpassen, dass ich die Bienen nicht treffe. Okay, Bienen. Stört mir nicht den Kampf. Muss ein bisschen. Muss ein bisschen schlachten. Puh, fast hätte ich einen von euch getroffen. Alter, so aufpassen, dass ich keinen treffe, ist schwer. Noch schwerer, als man erst denkt. Ich will aber auch die behalten. Weil wenn ich die verletze, dann werden sie entweder sterben oder sie werden mich einfach angreifen, ja. Weil die Bienen, die können dir angreifen, wenn du sie angreifst. Also halt so wie Wölfe oder so Spinnen während Tag. Die greifen dich echt nur an, wenn du sie angreifst. Sie verteidigen sich halt selbst. Alter. Sieht einfach so schön aus. Wo ist die Babybiene? Wo ist sie? Ah, da bist du. Ja, kommt alle mit. Kommt alle mit. Alle mitkommen. Jump. Huah. Boom. Das war ein cooler Sprung. Ein echt epischer Sprung. Und ich will jetzt wirklich mal sehen, wann endlich das Ende von diesem Birkenwald ist. Alter, der Birkenwald, in den wir reingegangen sind, das ist einfach zu gigantisch. Wir könnten einfach vier Planeten Jupiter reinpacken. Ja. Oder nee, Trillionen davon. Und auch eine Handvoll von Sonnen. Einfach zu groß. Lol, dieser Baum hat so einen Bug. Ja, sowas passiert manchmal in einer Minecraft-Welt. Dass es so während den Erstellen der Welt ein paar Fehler gibt. Aber macht eigentlich auch Sinn, die Welt ist einfach so gigantisch. Ich meine, ist einfach so riesig.
Wir sind ein bisschen normales Holz, so Eichenholz. Ja, kommt dann mit. Alter, ist zu groß. Dann schauen wir weiter, aber ich will noch sehen, wie lange die Aufnahme ist. Schon 10 Minuten. Die Zeit vergeht immer. Dann schauen wir weiter nach. Ja, also es kann sein, dass es wieder langweilig ist. Es gibt ja keine Reaction, aber ich muss halt aufpassen, dass es dem Bienen gut geht und ich will einfach einen Weg finden, wie ich hier rauskomme. Ich will einfach die Bienen, ich will nach Hause, ich will zurück in mein kuscheligen Bett von zu Hause. Ich will einfach zurück, ich will den Boden von meinem Haus küssen. Und ja. Ich will einfach mal zurück. Ja. Und mein Discord-Server hat jetzt auch so ein neues Update. Ja, denn jetzt. Jetzt hat der Discord-Server so einen News-Kanal, wo ja, News kommen und auch ein neues, ja, Kanalbild. Und ja, ich mache auch nach dieser Folge noch so eine Werbung zu dem Server. Also nach dieser Folge von Minecraft werde ich dann noch so ein kurzes Video hochladen, wo ich den Server zeige. Ja. Dann machen wir einfach weiter, wieder mal. Und es geht einfach endlos. Es geht einfach so endlos. Einfach nur endlos. Okay, kommt alle mit. Wir machen weiter. Oh, Lava. Bleib weg von der Lava. Also ich finde es mit dem Shader echt schön. Also wie findet ihr den Shader? Ihr könnt jetzt rechts oben in der Infobox abstimmen, wie ihr ihn findet. Also es kann zwar sein, dass ich das vielleicht auch vergesse, aber ihr könnt einfach rechts oben abstimmen. Und ich werde auch den Link zum Shader in der Beschreibung schicken. Ja, denn dieser Shader hat auch ja viele Versionen. Es hat so Versionen mit hoher Grafik. Es hat so Versionen mit halt niedrigere Grafik. Halt, ja, damit es halt für alle PCs sind, also die mit niedriger Grafik für echt langsame PCs und die mit hoher Grafik für PCs, die das aushalten. Ja. So. Gehen wir einfach weiter. Und wir sehen hier auch ja, viele Kühe und Schafe. Und wir sind auch im Rande von diesem Birkenwald. Super. Dann werden wir jetzt einfach mal versuchen, hier rund um diesen Birkenwald herumlaufen. Und wisst ihr, was für eine Idee ich habe? Wir könnten vielleicht hier auch so ein zweites Haus bauen. Also so ein, ja, ich würde mal sagen, zweites Haus. Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt umziehe. Nein, wir werden natürlich auch noch Hauses finden, aber ich glaube, hier im Birkenwald in der Nähe ein Haus zu bauen wäre nützlich. Weil dann könnte ich meine Bienen nicht verlieren. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Das wäre wirklich eine echt clevere Idee. Das wäre etwas, was ich wirklich tun soll.
Dann nehme ich jetzt mal mein Schwarzeichenholz und baue hier mal ein kleines Haus. Also es ist jetzt kleiner, aber naja. Also es bekommt weniger Dekoration als unser Haupthaus, so nenne ich es mal. Ist jetzt eigentlich so ein kleines Haus. Halt so ein einfaches Haus. Ein Haus, das einfach zu machen ist. Also so ein kleines Deko werde ich zwar schon machen, aber sonst ist es eigentlich nur so ein kleines Haus. Und vielleicht kann ich es auch ein bisschen weitermachen, aber ja, ich mache es einfach, damit wir erstmal hier im Birkenwald überleben. Aber um ehrlich zu sein, obwohl das Verlaufen echt nervig ist und ich eher verzweifle, ob ich wieder nach Hause finde, finde ich es eigentlich eine gute Idee, dass wir uns verlaufen haben, weil wir haben jetzt einfach Bienen bekommen. Ist das nicht nice? Gut, alle drei Bienen sind da. Und ich mache ein Nickerschen. Ja. Ich drücke Rechtsklick, yeah, bis ich's endlich schaffe. Rechtsklick, yeah, bis ich's endlich schaffe. Ich will endlich schlafen, denn ich will keine Monster. Ich sehe die Sonne, sie geht unter. Der Himmel ist wunderschön und ich schlafe. Ja, ja, ich schlafe. Ja, ja, ja. Und hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Passt. Ja, hier kann ich noch eine Treppe machen, damit man hier raufkommt. Ah, und ich habe auch gerade eine. Dann mache ich das jetzt schon mal. Nee, nicht so. Das meine ist so. Passt. Ja, also ich glaube, die Wolle will ich jetzt aber für dieses Haus nicht verschwenden. Weil die Wolle will ich jetzt für unser Haupthaus aufheben. Ja, dann, wir können auch mal dieses Birkenholz auch fürs Bauen verwenden. Obwohl, ich glaube, hier passt es jetzt nicht so dazu, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir es so als Boden nehmen. Ja, das wäre mal kreativ. Ich glaube, als Boden, da wäre es besser. Okay, aufpassen, dass wir unsere Bienen nicht treffen. Aufpassen, dass wir sie nicht treffen. Ja. Und zack. Huh. Und dann, so, jetzt habe ich's. Ich glaube, ich mache jetzt zuerst mal die Wände fertig. Das ist mal ein bisschen wichtiger. Könnt ihr bitte weggehen? Bin gerade am Bauen. Ja. So. Ah, und durch Optifine verbinden sich jetzt auch so diese Texturen. Habe ich auch so eingestellt. Sieht einfach schön aus.
So. Okay, ich glaube, ich baue jetzt noch so einen Bruchstein, damit wir schon mal etwas für die Wand haben. Ja. Und ich glaube, ich mache hier noch eine Tür. Ja, dann stelle ich hier meine Werkbank hin und mach mal eine aus Birkenholz. Ja, ist was Neues. Und packen wir sie mal so hin. Ja, wir haben's. Perfekt. So eine Decke brauchen wir auch, damit die Bienen halt nicht so von oben fliehen. Kannst du rein? Er passt sich in die Tür rein. Was? Sag mir nicht, dass es wahr ist. Sag mir nicht, dass es wahr ist. Ja, flieg einfach nur nach oben. Ist sowieso ganz gut. So, ich glaube, für die Decke benutze ich jetzt auch mal Birkenholz. So. Das bitte geht nicht zur Decke, da wird gerade gearbeitet. Ich liebe die Bienen einfach, aber sie nerven so ein bisschen bei der Arbeit. Die sehen so cute aus, aber sie nerven gleichzeitig. Die sind echt nervig. So, alle drei sind drin. Dann machen wir es jetzt offiziell zu. Boom. Perfekt. Ich glaube, eine Fackel mache ich da noch hin. Ah, ich habe jetzt keine Fackeln. Ah, aber ich habe Kohle. Ich kann mir noch eine machen. Ich mache meine. Ich glaube, ein paar Fenster können wir noch hin machen. Und noch einen kleinen Tisch. Ja. Und eine Truhe. Halt ein kleines Haus, was so basic ist. Ist eigentlich ganz leicht. Halt so ein Anfängerhaus. Nur so von einem Profi gemacht. Ja, ich nenne mich selbst Profi. Mhm. Und jetzt brauche ich diese Blume eigentlich nicht mehr. Denn jetzt können sie nicht fliehen. Cool. Passt, wir können unsere Bienen jetzt nicht verlieren. Sie sind jetzt in unserem Haus. Nice. Das nenne ich jetzt mal einen sehr geilen Plan. So. Und die Folge schon 23 Minuten lang. Ja, dann würde ich mal sagen, ich spiele noch so 4 bis 5 Minuten. Oder vielleicht auch 6. Und ja, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Und die bauen jetzt alle so raus. Ach, keine Sorge, ich werde jetzt einfach ein paar Fenster da bauen, damit die mal ein bisschen was von draußen sehen können. Oh, wir haben unser Haus gefunden. Aha, wir haben unser Haus gefunden. Alter, wie geil. Okay, jetzt habe ich das Haus umsonst gebaut. Aber egal, wir können dieses Haus einfach mal so als unser Birkenhaus benutzen. Also halt ein Haus in der Nähe eines Birkenwaldes. Für das können wir es mal benutzen. Geil. Wir haben unser Haus wieder gefunden. Also wir haben zu Hause wieder gefunden. Alter, ist das cool. Das ist einfach nice. So. Ich glaube, die lasse ich da noch drin und ja. Und was ich mit dem machen kann, werde ich mir wirklich jetzt mal ansehen. Werde ich mir jetzt wirklich mal gleich mal reinziehen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Weil ich bin jetzt wieder zu Hause. Ah, wieder zu Hause.
Guten Morgen, Weizenfarm. Ich kümmere dich später. Guten Morgen, Hühnerfarm. Ich hoffe, die Farm funktioniert noch. Hoffe ich. Mal sehen, ob ein Ei gelegt wurde. Sonst muss ich noch nachsehen, wie ich das reparieren kann. Ist aber kompliziert, aber hab nichts bekommen. Dann muss ich da jetzt etwas im Wasser beheben. Ich muss jetzt einfach das ganze Wasser wegnehmen und es halt nochmal von vorne machen. Ich habe zwar auch vergessen, wie man das überhaupt noch macht, aber naja, ich hoffe, ich schaffe es noch. Guten Morgen, Windmühle. Ah, ich habe dich vermisst. Alter, du siehst echt cool aus. Im Schädel sieht es einfach so schön aus. Alter, es sind so viele Fotos, es ist schwer zu entscheiden, was ich für Thumbnail nehmen könnte. Okay, ich glaube, ich nehme es als ein zweites Foto im Thumbnail. Das ist einfach zu schön. Das muss ich jetzt einfach so fotografieren. Ich bin jetzt einfach so verliebt in den Shader. Und hallo, Baum. Also Tannenbaum, den ich für Weihnachten benutze. Außer bei 2019, da war ich mal inaktiv und habe dich leider nicht benutzt. Aber keine Sorge, in diesem Jahr werde ich dich sicher wieder benutzen. Und unser eigenes Haus. Unser Standardhaus. Wow. Wow. Das hat mich echt erschreckt. Können wir mal eine Falltür bauen, damit man nicht hier aus Versehen reinfällt. Das wäre eine gute Idee. Ah, hallo, ich bin wieder da. Boah, habt ihr mich vermisst? Habt ihr mich vermisst? Habt ihr mich vermisst? Hallo Rocky, hallo Lily, hallo Pfiffchen. Nice. Und hallo, Donkey Kong Ripoff. Also Donkey Kong mit einem Eisengolem. Ja. Halt so eine Veränderung bei der Textur. Und es wird gleich wieder Nacht. Die Sonne geht unter. Einfach nur episch. Ja. Dann glaube ich, war es gleich schon mal mit der Folge. Ich gehe jetzt mal ins Bett rein. Gehe jetzt einfach ins Bett. Schlafe mal. Und ja. Dann war es eigentlich schon mit der Folge. So. So Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge von Let's Play Minecraft gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.